Hi Leute, willkommen zu Enter the Gungeon. Ich weiß nicht, welche Folge. Ja, wir haben jetzt das freigeschaltet, Eike, wo wir schon 5 Folgen hinterherhängen, oder mindestens so ungefähr, nicht wahr? Ja. Ja, der Blaumiese hier habe ich eigentlich bezahlt. Ich habe ihm die drei, was war es, drei Schlüssel und 120 Gold und dann nochmal 10 Credits gegeben für Bosse. Deswegen können wir jetzt direkt in die dritte Kammer einsteigen. Und für die dritte Kammer brauchen wir Zeneteneinstieg, brauchen wir noch irgendwas anderes, aber das habe ich leider nicht. Tja, ja. Und ich glaube, diese Folge wird jetzt sehr merkwürdig klingen für euch. Wissen für mich. Warum? Weil neue Hardware. Ich nehme das hier nicht mehr mit den Stadtmikrofonen auf, sondern mit meinem neuen Headset. Und deswegen sehr viel Klumpquatsch mit wegen Feineinstellungen und so weiter. Kennt man ja, einen Mixer und so weiter. Eike, meine Frage. Wollen wir das hier so durchziehen im Sinne von... Oh. Warte mal. Wollen wir es hier durchziehen im Sinne von... Ah! Im Sinne von, keine... Die Bosse nur mit den Standardkragen beginnen und dann in die nächste Dungeon und so weiter und so weiter. Schon den Helm verloren. Oder... Wollen wir hier Sachen sammeln? Was denkst du? Was denkst du ist die beste Methode? Scheiße. Okay, das ist jetzt der letzte Treffer heute. Wie war es nochmal? Ausweichen und nur nachladen, wenn komplett leer ist. Dann das steigert die Action-Punkte, ne? Naja. Und das erhöht dann die Chance für besseres Geld, für mehr Geld. Nein, nee? Das ist rausgepatcht. Haben sie rausgepatcht? Ja. Merkwürdig. Tja, dann habe ich wohl anscheinend sehr schlecht gespielt gerade. Was hätte ich jetzt. Wow. Yeah! So, hey, das läuft jetzt eigentlich gar nicht so. Nein. Nee. Fang bloß nicht so an. Ich war eigentlich niemals sagen, oh, das sieht doch gar nicht so gut. Und dann plötzlich kommt. Das Mega-Monster von der Decke gefallen. Ah! Mist. Deja, du bist so doof. Da habe ich schon die gute Startwaffe des Soldaten. Schlüssel, okay. Die ja eigentlich schon relativ gut durchhaut, nicht wahr? Ich bin nicht. Ah, er geht gleich weiter. So. Rollen, rollen, rollen. Hat er da eine Narbe an Auge oder ist das ein Streit? Ist das ein Gesichtstattoo? Das ist ein Cyberauge. Ah. Versteckt mich natürlich wie in einem guten Actionfilm mit deinem Tisch, weil wir wissen ja alle, Tische sind ja stabil. Ich finde es irgendwie doof, dass die Gegner nicht die Fallen auslösen. Tun sie ja. Ja, aber wenn die hier zum Beispiel rüberlaufen, dann geht die Klappe nicht auf. Das ist ein bisschen komisch. Kommt her! So. Ja, eine Bombe. Das MP-Gespenst. Oh, 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 oh. Ha! Jetzt bist du gestorben. Zweimal. Okay, nur Geld. Naja, schnödes Geld. Oh oh. Da klimpert doch was. Ich kann natürlich auch Gegner Schaden machen, indem ich durch sie durchlaufe. Gegenspringen natürlich, aber das bringt nicht sehr viel. Das ist eher was gegen für die kleinen Blubse hier. Blobs. Man sieht. Ah! Ah! Toll, einer hat mich gestreift. Eike, das fängt mir richtig geil an, nicht wahr? Nice. Okay, es ist kein Mimik. Ja, zulassen oder nicht zulassen? Das ist hier die Frage. Ah, erstmal die Ebene erkunden. Okay, hier können wir nicht rein. Ja, da brauchen wir schon einen Gegenstand, den wir in den Darkest Dungeon finden. Sofern er so heißt. Ja. Ach, ihr wisst schon, diesen Ganten, der hinter der Gungeon, Gungeon, unter den Gungeon. Den man nur öffnen kann, wenn man in den Kaminen einen Schalter drückt. Oh Mann! Na, geht's? Ja. Es geht. Oh, ich bin schon wieder tot, ey. Ich kann nicht wieder von vorne anfangen, halt. Ah?
Ja, dann mach schnell einen Neustart, weißt du ja. Jetzt noch einen schnellen Neustart? Warum nicht? Naja, ich habe noch zwei, deswegen. Das könnte jetzt sehr knapp werden. Also wir könnten noch, in den Raum können wir eigentlich ran, oder? Ach, das geht noch von... Ach, da brauchen wir einen Schlüssel für. Ha. Eike, du bist doch der Dungeon-Experte. Was denkst du? Soll man Räume mit Schlüsseln benutzen oder nicht? Thompson Maschinenpistole. Können wir uns nicht leisten. Hallo, Pudding. Ich lebe, Pudding. Aber dir fehlt meine Lillesoße. Deswegen bist du scheiße. Mit C. Okay. Ja, was war denn so in der letzten Zeit so los? Ach ja, diese E3. Habe ich jetzt nichts gesehen, was mich großartig interessiert. Ah, das war knapp. Ah, komm, triff doch mal. So. Ha, ist das geil. Na, komm, komm. Ich glaube, drücken geht schneller als gedrückt halten, oder? Ja. Drücken geht, habe ich dir aber auch schon noch was gesagt. Ja, drücken, ist zwar, funktioniert zwar, aber drücken, Klicken. Ah, okay, Restart. Ja. Das war dumm. Hättest nicht sterben müssen. Ich hätte wirklich nicht sterben müssen. So, okay, machen wir. Das war ein Aufwärmer. Okay, oh, schnell. Nee, egal, gehen wir zur ersten Ebene. Sicher? Ja, mit der zweiten anzufangen ist eher, wenn man richtig Skill hat. Den ich nicht habe. Ja, also lassen wir das. Ich hasse. Zurück zur Bresche. Ja. Ach nee, es startet. Mit Gungeon musst du, also das ist auch die letzte Folge Gungeon. Startet, okay, dann zurück. Bis du richtig geübt hast. Ja, dann zurück zur Bresche. So. Ja. Also das ist auch die letzte Folge jetzt. Hast du eigentlich dieses... Jetzt lernst du das ein bisschen und übst ein bisschen. Ja, neben den ganzen anderen Sachen. Damit du die Ausweichrolle... Du musst die Ausweichrolle. Ich kann die Ausweichrolle. Sieht man ja. Gleichzeitig ist nur das typische Dilemma eines Let's Players. Welches? Gleichzeitig spielen und sprechen. Gut, okay, okay. Du musst nicht reden. Schweige. Nee, das ist ja kein Let's Play mehr. Das ist ein Walkthrough. Nee, ich kommentiere. Wie, du willst kommentieren? Ja. Jetzt machst du das, was du schon immer machen wolltest. Du schweigst. Du hast gesagt, du kannst besser spielen, wenn du nicht redest. Also rede nicht. Okay, jetzt machst du das, was du schon immer machen wolltest. Du wolltest übernimm meinen Kanal. Ja. Gib's doch zu. Du musst mir endlich mal was zeigen. Okay, dann rede über Days Gone. Was kannst. Dann rede mal über Days Gone. Days Gone ist scheiße. Fertig. Es gibt an für sich nichts zu erzählen, also wirklich was Interessantes gibt es nicht. Wie nennt sich das? Dein Kommentar ist echt super. Ja, ich weiß. Ja, was? Nennt sich was? Gib dir nur ein Stichwort. Nee, es macht auf jeden Fall keinen Spaß. Hör auf, aus der Map raus. Nochmal von vorne. Wieso? Du hast die Rüstung verloren. Rüstung verloren heißt in der ersten Ebene gleich Neustart. Okay, dann versucht euch dann. Freut euch jetzt schon mal auf. Du hast Eikes gesagt, nicht kommentieren ist. Nicht kommentieren heißt, dass du besser spielst. Ja. Das kannst du jetzt mal endlich unter Beweis stellen. Ja, ich hab deswegen schlecht gespielt, weil du Pausen gemacht hast. Hör auf, ich mach. Wir reden jetzt gar nicht. Wir machen jetzt mal wirklich mal Probe aufs Exempel. Du beweist jetzt mal, dass du besser spielst, wenn du nicht redest. Also ist das hier jetzt komplett still. Okay. Kein Commentary. No Commentary. Episode ist das jetzt. Viel Spaß, Leute. Funktioniert ja super. Ja, ich weiß.
Alter. Lass dich nie auf Experimente ein. Das alte Dilemma. Ja. Und jetzt kein Shot von Anfang mehr. Keine Sorge. Warum gehst du nicht in den Shop? Erstmal erkunden, dann Shop. Warum? So. Okay, dann halt den Shop. Ich weiß schon einen passenden Titel für diese Episode. Silent ist Gold. Oder Silent Gungeon. Genau. Ja, nicht besonders. Also, was du kaufen kannst, ist ein Schlüssel und eine Rüstung. Aber jetzt nicht. Später. Karte. Du machst schon wieder, dass du die Teleporter nicht benutzt. Ja. Die 10 Meter. Und braune Kisten lohnen sich nie. Ich weiß.
Die ist gut. Aber was mit blauen Kisten? Ja, die sind auch gut. Na, okay, vorher Fingerkreuzen. Niederstrecker. Ein Froststrahl. So geht's. Nein. Ungnade gefallen Krieger in den Ganschen gebracht. Er warf sie fort, als schließlich aufgab. Der Projektile der Waffe besitzen nur extrem wenig Energie und sorgen für einen eisigen und sehr deprimierenden Tod. Das klingt fort. Das klingt, ja, das klingt interessant. Teleport. Ja. Du benutzt die Teleporter immer, ne? Ja. So, dann der nächste dann dorthin. Der andere Raum wäre besser gewesen. Ah, ja, stimmt. Weißt du, auch wenn du vielleicht besser spielst, spielst du fahrig. Eine Brille. Strahlende Zukunft. Passiv-Item. Eine extrem coole Gungeoner. Was? Verlangsamt bei Explosionen die Zeit und erhöht die Ausweichchance. Aber wessen Explosion? Diese Sonnenbrille gehörte einem extrem coolen Gungeoner. Er zog sie immer sehr langsam auf. Manche sagen, er sei immer noch nicht fertig. Damit. Das dürfte klar sein, wem die gehört. Hm. Gut, ja, Mr. Kane. Ja. Horatio Kane. Ja. Ich werde jetzt nicht das Intro machen. Das wäre ein bisschen laut, weil das Mikrofon. Schlüssel und Rüstung. Ja. Das wird ihn bestimmt freuen. Ah. Warum? Keine Ahnung. Der Backseat Gamer ist doch nötig. Oh nein, ich hasse ihn. Und der Easy Boss. Der leichteste von allen. Dann jetzt. Vergiss nicht, die Nichts hast du nicht umsonst. Ich weiß. Einsetzen. Nein. Schaffst du den kleinen Pisser vom Hals? Ah, keine Bonus. Ah, die hat ja abgeblockt. Ha! Super. Aber du bekommst nicht das Super-Ding. Naja. Okay, das war jetzt gar nicht so übel. Ich habe sowieso auch wieder die so bekommen. Was ist das? Kalt 45. Kälte 45er. Ich glaube, da war ein Fehler in der Übersetzung. Nein. Friert Gegner ein. Die Herstellung dieser Waffe wurde ausgelagert. Aufgrund eines Schreibfehlers war die Qualität aber besser als erwartet. Ja. I want a cold. Die hieß Cold. Ja. Yeah. Cold und hat sich dann Cold genannt. Ja, da hat jemand ein T und ein D, da hat die Taste geklemmt. Geil! Genau, und deswegen ist Kalt 45 richtig. Hast du einen Rechtschreibfehler? Noch wieder eine konsequente Fortsetzung. Konsequente? Fortsetzung eines Gags. Okay, ab in den nächsten Dungeon dann. Ebene. Okay. Benutzt den Kalt 45. Die Kalt 45er. Ja. Und nein, alle, die jetzt Dirty Harry geguckt haben, der 45er ist nicht die größte. Kannst du kurz noch, wie weit das Download ist? Ich glaube. Kannst du ja rausklicken. Ja, da muss ich die Aufnahme kurz. Warte mal, Leute. Nein, musst du nicht. Ach, du meinst hier unten? So. Einfach gucken. Da muss du musst ich doch Steam auf aufrufen, du Brathahn. Ja, ich hab nicht gerade hinter noch was laufen, Leute. Drei Minuten. Okay. So. Okay, ich hoffe, der Unterbrechung war jetzt nicht zu ablenkend. Okay. Nochmal ein Versuch als Stummer, nicht wahr? Okay. Und viel Spaß.
Kannst du öffnen, wenn du willst. Ich weiß, aber du sagst es selber. Nee, braune Kisten braun ist nicht. Und das hier können wir nicht mit anfangen. Teleport. Teleport. Jetzt sollte er immer da liegen. Okay, jetzt stopp. Ja, Verschwendung. Was ist mit der Steuerung los? Mein Charakter läuft jetzt nur die ganze Zeit nach rechts. Hä? Ah, jetzt geht's wieder. Nochmal nach rechts drücken. Ja, ja, war wohl ein kleiner Fehler. Achtung, jeder Treffer sollte treffen. Das Ziel meine ich natürlich. Wo bist du? Ah. Tja. Nein, 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 für den Revolver ist gut. Für den Revolver, ja. Der hat ja auch die meisten. Die dauert das meiste. Geht schon Schmutz beim Reden. Deine Mutter, was? Wollten das stimmen sein? Ja, wenn du anfängst. Scheiße, eingefroren. Ja, ist schlecht eingefroren. Ach, das geht immer nur so. Ah. Oh, okay. Die kannst du übrigens auch umrutschen. Ja, stimmt. Umspringen, ja. Ne, außer die Granaten. Also, da ist ja... Ja, Mantra. Ja. Mantra. Das liegt an der lila Flamme. Das sieht man daran. Da sieht dass man da was Spezielles ist. An der lila Laterne. Am Hintergrund? Okay. Interessant. Nein, die lila Laterne beim Reingang. Wow, voll schön lang. Tja, verfluchen lassen oder nicht verfluchen lassen? Niemals verfluchen lassen. Ja, ich glaube, man kann irgendwas damit. Kein Mimik. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man damit. Wenn man warum machst du nicht auf? Sicher? Okay. Den schon. Nur braun. Alle anderen gut. Doppeltreffer, Schattenpatron. Geil. Diese Patrone versteckt sich in der Schatten anderer Projektile und wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Boah. Probier's mal aus bei der normalen Pistole. Ja. Okay, ich sehe jetzt keinen, obwohl. Na, vielleicht hat das eher mit den Schaden begründet. So. Teleport. Ja. Da denkst du nie dran. Ist es so gewohnt, lange Wege zu gehen?
Doch nichts. Ach so, ja. Mimik oder nicht Mimik? Auf! Auf! Oh! Und sie läuft und läuft und läuft. Das Blitzgewehr nutzt eine modifizierte Batterie und eine Spule, um Elektrizität zu verschießen. Ah! Ein Blitzgewehr! Teleport. So, mal hier nochmal da ein, bis jetzt noch ein, zwei Räume kommen. Wenn du es noch einmal vergisst, Abro. Ja. Teleport, 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 Teleport. Und stumm. Lieber wieder auf den Elektro-Revolver gehen. Du meinst die kalt? Ja. Ah. Was haben wir da? Geisterpatron. Kannst du ja kaufen. Ja. Kauf die Geisterpatronen. Sollte ich nicht lieber erst die kalt 45 auf? Nein! Niemals Muni kaufen. Okay. Lohnt nie. Okay, wenn Eike das sagt und... Schießt durch alles durch. Ach, das ist wie diese Geistertränen bei Isaac. Das können wir durch Gegenstände durchballern. Guck mal nach. Ja. Vielleicht durchschlagende Projektile. Yeah. Yay. Goldschlag ist gut. Nicht klicken. Ja, Tastatur benutzen. Okay, dann ab in zum Boss. Den geben wir nicht zu fressen. Und die braune Kiste lassen wir liegen. Da Eike ja sagt, die sind eh schlecht. Alles schlecht. Das sind dann Standard, weißt du doch selber. Das sind Standard-Waffenkisten, nicht wahr? Jetzt kannst du das Blitzgewehr benutzen. Okay, ich bin eh gleich tot. Ich kann das ähnlich wie sie. Benutz deine Nichtse, wenn du es kannst. Wenn du das kaputt machst, machst du ihren Bonus weg. Ich weiß. Nichts benutzen? Nein. Ich hab kein Nichts mehr. Wie, hast du schon beide verhauen? Ja. Nicht? Wechsel auf den Kalt. Ja. Na? Was habt ihr noch fallen lassen? Ja, sehr schön. Und was ist das? Cold 1851. Der jetzt Klassik. Hast du zwei Colds. Hm. Das passt hier gut. Warte, zusammen. Jetzt kannst du. Warte. Jetzt kannst du die Elektropistole und das Gewehr verkaufen. Du meinst verbauen? Also die Batterie rein. Und das Eisding da. Cold 8. Nicht den Eis, also die beiden Colds behalten. Nein, Quatsch. Ja, was denn jetzt? Das Eisding und den Colt 115. Ja. Okay, dann gehen wir zum Mampfer. So, achso, ist ja gleich um die Ecke. Na, egal. Also den Colt und den 1851er. Den Colt. Ja, den hier. Du gerade in der Hand hast. Ja, den hier. Rampart, weiler Plätze. Ja. Weiler Vertrag. Ja, und dazu dann? Nicht den. Welchen dann? Das.
Den Niederstrecker? Ja, die Scheiße. Okay, eine gute gegen eine mit einer Schale. Sei siegen. Mal sehen, was bei rauskommt. Mhm. Schön Geräusch kauen. Wie schwach. Was ist das? Noch eine Kalte. What the? Hä? Das ist noch nie passiert! Wie ist das denn? Ist das denn jetzt möglich? Warte mal. Toll! Oh, toll! Er hat deine Muni aufgefüllt! Ja, das hat. LOL! Sich, es hat sich gelohnt. Das hat sich noch. LOL! So eine Scheiße! Nein, 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 nicht reingehen! Abspeichern? Ja. Okay, dann sehen wir es in der nächsten Folge. Nee, das übst du. Klar. Na gut, bitte in der nächsten Folge. Absolut, du Drückeberger. Autsch! Ja, das ist ja noch nie passiert. Voll ins Auge gedrückt. Ja, da habt ihr auch mal du was. Du hast zwei Waffen weggegeben und die gleiche wiederbekommen. Was auf gut Deutsch noch heißt, Muni aufgeladen. Bis denn. Ja, also Leute, bis dann. Vielleicht kriegen wir dann nächstes Mal noch eine selbe Waffe nochmal. Wär's nicht toll? Also bis dann. Ciao.